Nachdenkseiten. Die kritische Website. Bundesregierung dementiert Aussage von Netanyahu zu angeblichem Zitat von Olaf Scholz: Hamas sind die neuen Nazis. Von Florian Warwick. Bei einer offiziellen Ansprache am 13. Januar hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu verkündet, Bundeskanzler Olaf Scholz hätte nach dem 7. Oktober erklärt, Hamas sind die neuen Nazis. Dieses Zitat mit Verweis auf Scholz wiederholte der israelische Regierungschef dann nochmals auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen. Die Nachdenkseiten fragten auf der Bundespressekonferenz nach, ob der Bundeskanzler tatsächlich, wie von Netanyahu behauptet, diese Aussage so getroffen hat. Das Dementi fiel deutlich aus, doch bei der israelischen Regierung um Richtigstellung gebeten hat man ihn bisher wohl nicht. Am 13. Januar hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu in der offiziellen Ansprache auf ein angebliches Zitat von Olaf Scholz verwiesen. Ich zitiere kurz: Nicht umsonst sagte Bundeskanzler Scholz, nachdem er die Gräueltaten des Massakers vom 7. Oktober gelesen hat und gesehen hatte, Hamas sind die neuen Nazis. Diese Aussage hat er dann auch noch auf seinem offiziellen X-Account wiederholt. Da man jetzt außerhalb von Benjamin Netanyahu keine Belege für dieses Zitat findet, würde mich interessieren, könnten Sie es kurz klarstellen? Ist dieses so getroffene Zitat korrekt oder können Sie das dementieren? Das kann ich klar dementieren, das haben wir auch schon mehrfach gemacht. Es gab eine Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen von Benjamin Netanyahu mit dem Bundeskanzler im Oktober in Tel Aviv. Und da hat Herr Netanyahu diese Formulierung verwandt, aber nicht der Bundeskanzler. Und er hat es auch nicht in internen Runden so genannt. Zusatz? Jetzt hat der israelische Premier das ja öffentlich Olaf Scholz zugeschrieben und auch nochmal wiederholt auf X. Da würde mich interessieren, hat die Bundesregierung denn insistiert, dass diese Aussage entsprechend korrigiert wird von Seiten der israelischen Regierung? Wir haben auf jede entsprechende Anfrage genauso geantwortet, wie ich es hier gemacht habe. Ob wir direkt bei der israelischen Regierung interveniert haben, wäre mir neu, aber das prüfe ich gerne nochmal. Diese Aussage mit dem mutmaßlich falschen Zitat von Olaf Scholz traf Netanyahu während seiner Rede an die Nation am 13. Januar anlässlich des 100. Tages seit Beginn der Kampfhandlungen zwischen Hamas und den israelischen Streitkräften am 7. Oktober 2023. Dieses angebliche Zitat des Bundeskanzlers wurde auch auf dem offiziellen Facebook- und Ex-Kanal der israelischen Regierung weiterverbreitet und steht dort nach wie vor unverändert und unkorrigiert. Dass es sich hierbei um eine versehentliche falsche Zuschreibung eines Zitats an Scholz durch den israelischen Regierungschef handelt, kann mit ziemlicher Sicherheit ausgeschlossen werden. Denn der tatsächliche Urheber dieses Zitats ist kein geringerer als Netanyahu höchstpersönlich. Er traf diese Aussage wortwörtlich im Beisein von Olaf Scholz anlässlich einer gemeinsamen Presseerklärung am 17. Oktober 2023 in Tel Aviv. Dies belegen verlinkte Videoaufnahmen und Presseberichte sowie Protokolle von dem damaligen Treffen. Zitat der Zeitung Die Welt: Die Hamas sind die neuen Nazis, sagt Netanyahu beim Pressestatement mit Scholz. Der Bundeskanzler reiste als erster europäischer Regierungschef nach den Angriffen der radikal-islamischen Hamas nach Israel. Während eines gemeinsamen Pressestatements mit Israels Premier Netanyahu demonstriert er Solidarität mit dem angegriffenen Land. Bezeichnend in dem Fall ist hierbei jedoch nicht nur die Tatsache, dass der israelische Regierungschef mutmaßlich bewusst ein Zitat des Bundeskanzlers erfindet, sondern auch das bisherige Agieren von Scholz und der Bundesregierung in der Angelegenheit. Der Staatschef eines anderen Landes legt dem bundesdeutschen Kanzler öffentlich eine das NS-Regime und damit auch den Holocaust relativierende Äußerung in den Mund und die Bundesregierung unternimmt nichts, um gegenüber der verantwortlichen Regierung eine Richtigstellung zu fordern. Ich wage die These, dass man bei derartigen Fake-Zitaten aus Moskau, Peking und selbst innerhalb der EU nicht so zurückhaltend reagiert hätte. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.